Ich finde es jetzt auch ein bisschen eigenartig, wenn ein Paar zum Beispiel in die gleiche Kirche wieder zusammengeht und dann wieder den Segen überkommt für die Trennung. Aber es scheint ein Paar zu geben, die das wie brauchen, dass man in dieser Sorgfalt voneinander Abschied nimmt. Ja. Aber das klingt ja alles so. Ich meine, weißt du, dass du alles durchgemacht hast? Du bist irgendwann beim Scheidungsrichter gewesen, und weißt du, dann streitest du dich über Geld und nachher musst du irgendwie zusammen noch das Ritual machen. Aber das andere sind die Rituale, die man selber macht. Zum Beispiel wie das hier. Ein Beispiel in unserem Text war Brausetablette. Extrem poetisch, schönes, romantisches Beispiel. Darum habe ich so eine mitgebracht. Steht da zwar, drauf für die Trennung, oder was? Das ist eigentlich nur Magnesium. Aber. Ja, super. Das musst du dann schon eine bessere Tablette nehmen. Bitte noch eins. Du schreibst jetzt, Barbara, du schreibst jetzt da drauf, was dich belastet hat in deiner Beziehung. Was das Wort Enge oder Schmerz. Dann lass sie da rein. Da. Nein, nicht bei mir. Ich habe mich nicht reden. Da, komm. Dann löst sie sich auf. Und schau es mal an. Das erinnert mich an das geht nicht mal ein Jahr. Drei Phasen.